Was geht ab? Wir sind wieder back. Heute im Tal der Wilden Gans bei Glencairn. Eine Brennerei, die es schon seit 1825 gibt. In erster Linie aber für den Blended Malt Markt Whisky gebrannt hat. Fakten Valentines früher zum Beispiel. Und jetzt seit einiger Zeit auch eigene Abfüllungen auf dem Markt hat. Unter anderem diesen wunderschönen Glencairn 10 Jahre alt. Bei der Brennerei ist es einfach auch geil, muss man erwähnen, denn ihre Brennblasen. Bin ich sowieso immer ein Fan von, wenn man die kreativ einsetzt. Die Glencairn Brennblasen sind anders designt. Im Prinzip geht der Linearm, das heißt der Abflussarm, geht nach oben. Das ist ja eine ganz andere Welt. Das heißt, der Whisky, der Alkohol, der muss viel höher steigen, hat viel mehr Kupferkontakt, wird dadurch alles nochmal viel milder. Ganze chemische Scheiße. Richtig geil. Aber das ist hier halt mega besonders. Deswegen haben wir so einen milden Charakter schon mal, wo man uns drauf einstellen könnte, sag ich mal. Ja, bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Also, ja, mit diesem milden Charakter passt natürlich dann auch immer ideal diese Birkenfassreifung, die wir hier jetzt auch haben. Von der Farbe, man erkennt es ja schon leicht, dass es in die Richtung Birken gehen müsste und soll so sein, auch der Fall. Ja. Also es sind tatsächlich Birkenfässer, First Fill und auch Refill Fässer, die dafür verwendet werden. Genau, klassische strohgoldene Farbe. Apropos Stroh, die Fermentationszeit ist ziemlich kurz bei 48 Stunden. Geht natürlich dann in die getreidige Richtung. Was wiederum aber durch diese spezielle Form der Brennblasen ja schon wieder ein bisschen gegensätzlich ist. Den milden Charakter, dann aber nur eine kurze Fermentation. Immer geil sowas. Ja. Interessant. Ja, und bei der Farbe gibt es natürlich einen Punkt, den man jetzt sofort machen muss. Whisky Porn. Und zwar nicht nur nicht gefärbt, sondern auch nicht kühl gefiltert. Ja, so wie auch noch ein wichtiger Punkt. Ganz wichtig. Ja, nicht nur der 10-Jährige, auch die anderen Abfüllungen sind in der Regel mit 46% abgefüllt, wovon wir, wie man schon oft sehen konnte, große Fans sind. Genau, umso mehr Prozent, umso besser. Apropos umso mehr Prozent, Glencairn füllt die Fässer mit relativ viel Prozenten ab. Stimmt. Da ist kein großer Unterschied mehr zwischen New Make und dem, was tatsächlich ins Fass kommt. Also ich glaube, es liegt knapp über 68%. Genau, und das ist schon richtig, richtig viel. Ja, muss das Fass auch schon mal überleben, sage ich mal immer. Aber es funktioniert schon. Bin bereit. Ja, absolut. Ich auch. Nase rein. Los geht's. Absolut. Let's go. Also, für mich auf jeden Fall schon mal diesen milden Charakter, den hat man sofort in der Nase. 46%, das ist so sanft, Mann. Ja, echt übel sanft. Richtig sanft. Ich habe richtig viel Vanille und Zitrone. Und genau, Dome. Also vor allem Zitrone. Also mein erster Gedanke war, vielleicht hattet ihr mal Linkwood im Glas. Genau. Ja. Es geht in die Richtung Birben, Linkwood, aber diese zitronige Note habe ich hier viel mehr. Ja. Und die finde ich echt mega interessant. Birne und ein bisschen bananig und boah, ziemlich komplex. Ja. Also ja, echt eine richtig schöne, fruchtige, gekauft mit Zitrone und so ein bisschen Gras. Ja, genau. Ich wollte eine krassige Note. So eine frische Note hatte ich mal. Wie man es oft bei Lowland Whiskys eigentlich kennt. Stimmt. Wir sind aber in den Highlands. Ich wollte gerade sagen, wir sind in den Highlands, aber mich erinnert das sofort vom Charakter an diesen grasigen, blumigen Lowland Whisky. Das stimmt tatsächlich. Also die Nase finde ich echt richtig. Was man erwähnen muss, die Flasche liegt da übrigens nur bei 33 bis 39 Euro. Also völlig okay für so einen Standard-Whisky. Genau. Und dafür hat man echt eine schöne Nase. 46% hast du dafür auch noch. Und eigentlich auch echt eine geile Flasche. Also nettes, normales Standardteil, sondern einfach noch ein bisschen unten hin jünger werdend. Genau. Geiles Teil. Ja, ich habe auch richtige Ananas und so. Ja, aber ich finde, die Zitrone, die sticht so raus. Ja, krass. Die ist über allem so ein bisschen ohne Witz. Okay, also. Ja, weg damit. Slaunche. Im Mund, aber dann doch gar nicht mehr so mega mild wie in der Nase. Genau. Ja, also immer noch völlig okay für die 46%. Ja, aber hat gut aber Power, gut also Power dann, mehr als in der Nase. Mhm. Auf jeden Fall. Aber trotzdem diese Fruchtigkeit und Zitronen, Zitrone oder fruchtige Zitrone. Die Zitrone war echt das Erste, was man die ganze Zeit hat, bis es ein bisschen mehr in die Birnenrichtung übergeht und im Abgang jetzt mehr Richtung Stroh, Heu, so finde ich in die Richtung. Getreidig. Ich habe aber auch voll die ölige Note, so richtig Butterscotch. So.
Aber ich versuche die ganze Zeit zu, auf was mich, ich habe die ganze Zeit ein Bild vor Augen, was ich da im Mund habe, aber ich komme, also die Zitrone ist klar, so, aber es Zitronengras. Ist ja, ja, genau. Ja, man, oder halt so geriebene Zitrone, Zitronenschale. Zitronenschale, ja. So die Richtung. Das trifft es echt ganz gut. Also vom Duft her. Ja. Also für einen 10-jährigen Standard, geisteskrank. Richtig geil. Also für den Preis, keine 14 Euro, ab und mal. Absolut geil. Also richtig also, geil. Ohne Witz. Falls ihr trotzdem vorab, bevor ihr euch die Flasche kauft, mal ein Sample kaufen wollt, ja, gibt es nämlich einen guten Tipp, nämlich unsere Flaschenteilungsliste. Schaut euch die am besten mal hier unten in der Beschreibung an und schreibt uns an. Also, auf jeden Fall. Was erwartet man mehr für einen, genau, für einen was nicht 40 mehr? Euro? Also, das ist krass. Also ich würde auch, also ideal, so als Einsteiger-Whisky auch. Ja, ja. Also für jemand, der jetzt neu im Game ist, wäre es ein perfekter Whisky zum Probieren. Auch wegen den 46%, finde ich. Mhm. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die neue Brennerei gleichzeitig in die Richtung geht. Ja, das kann gut sein. Ja. Genau, dass es ungefähr so aussieht. Mhm. Deswegen, drop doch mal in die Kommentare, bitte. Habt ihr schon mal einen Glencairn gehabt? Vor allem jetzt gerade, ich sag mal, die sind ja gerade auf dem aufsteigenden Ast. Einfach eure Meinung. Mhm. Weil ich finde, 40 Euro, 46%, alle Fakten stimmen. Ja. Fucking geil. Ja. Ja. Vielleicht gibt es noch einen anderen geilen Glencairn, den wir unbedingt probieren müssen. Genau, um uns wissen. Gebt Bescheid. Jawohl. Aber gut. Ja. Hau mal ab. Also. So sieht's aus. Bis wir trinken raus.